Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Und wie man sehen kann, hier regnet es, ist bitter kalt. Der Herbst kommt mit Volldampf an. Deswegen packen wir heute den Dutch Oven aus und werden uns einen Elsässer Schicht-Filet-Topf machen. Alles, was ihr rund um das Video wissen müsst, wie die genauen Mengen und das ausführliche Rezept, steht unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns die Zutaten an. Da beginne ich mit dem Gemüse. Da brauchen wir einmal Lauch, Kartoffeln und Zwiebeln. An Fleisch habe ich dann hier Schweinefilets, alternativ könnt ihr dazu auch einen Schweinerücken nehmen. Speck darf natürlich auch nicht fehlen. An Gewürzen brauchen wir einmal Salz und Pfeffer, hier vorne haben wir Knoblauch, Granulat, dann habe ich hier Majoran und das hier ist Thymian. Und zum Schluss haben wir dann noch unsere flüssigen Komponenten, da brauchen wir einmal Senf, ein wenig Creme Fraiche, dann haben wir hier einen Gemüsefond und im Vordergrund da steht noch ein Weißwein, dieser sollte lieblich sein. Das waren dann unsere Zutaten und zu tun haben wir natürlich auch wieder was und damit fangen wir gleich an. Da starten wir mit dem Lauch, den werden wir jetzt erstmal hier einmal so halbieren. Das heißt, da schneidet ihr einmal hier durch, hier hinten das Stück lasst ihr euch stehen, dann bleibt das auch zusammen. Ja und dann schneiden wir uns hier einfach so ein paar dickere Halbringe raus. Aus den Zwiebeln hier machen wir uns etwas dickere Halbringe. Und die Kartoffeln, die werden hier in Scheiben geschnitten. Und das Filet, das schneiden wir uns einfach in Medaillons. Und den Thymian, den hacken wir uns fein. Nachdem wir dann alles geschnippelt haben, können wir jetzt hier unser Fleisch nehmen. Und das würzen wir einfach nur mit Salz und Pfeffer. Und wenn die Gewürze dran sind, wird das einfach nur gut vermengt, dass überall was hinkommt. Sollte dann noch irgendwo was fehlen, könnt ihr natürlich mit der Mühle nochmal nacharbeiten. Dann hätten wir die Vorbereitungsmaßnahmen soweit abgeschlossen. Wir können uns den Dutch Oven holen und anfangen zu schichten. Ich nehme da heute unseren Dutch Oven, den vom lieben Christian, aka McAllister's Outdoor Cooking und mir. Wenn ihr keinen 9er Dutch Oven habt, bei mir im Rezept könnt ihr euch das natürlich anpassen auf eine andere Größe. So, da werden wir jetzt zuerst die gesamten Zwiebeln unten reingeben, dann verteilen wir die so ein bisschen, können die auch noch so ein bisschen auseinanderziehen. Auf die Zwiebeln packen wir uns die Hälfte von den Kartoffeln, die andere Hälfte müsst ihr euch für gleich aufheben. Auf die Kartoffeln kommt dann die Hälfte von dem Lauch. Darauf kommt dann ein bisschen was von dem Knoblauchgranulat, ungefähr die Hälfte. Dann die Hälfte von den Kräutern, die habe ich zusammengemischt. Und hier drauf packt ihr euch das gesamte Fleisch. Das heißt, das schichtet ihr jetzt einfach hier schön dicht an dicht in den Topf rein, bis alles als Schicht hier drin liegt. Auf das Fleisch kommt dann die zweite Hälfte von dem Lauch. Dann der Rest Knoblauchpulver. Und die Kräuter. Und dann die andere Hälfte von den Kartoffeln. Und obendrauf kommt dann unser Speck. Im Topf wäre dann alles soweit drin. Jetzt müssen wir uns nur die Soße anrühren. Dazu gebt ihr euch den Fond und den Weißwein in so eine Schüssel. Dazu kommt dann die Creme Fraiche und der Senf. Ein bisschen Pfeffer und jetzt wird alles gut miteinander vermischt. Wenn das dann vermischt ist, können wir das final noch hier drüber gießen.
Und wenn die Flüssigkeit dann im Topf ist, sollte das ungefähr so hier ausschauen. Dann kann der Deckel drauf und wir können dann jetzt die Kohlen durchglühen und dann sehen wir uns gleich am Dutch Oventisch wieder. Dann stehen wir auch schon am Dutch Oventisch und die Kohlen sind durchgeglüht. Ihr braucht jetzt, wenn ihr Kohlen nehmt, 24 Stück. Davon machen wir uns 9 unter den Topf und 15 oben drauf. Dann haben wir bei meinem 9er Topf ungefähr so eine Temperatur von 170 bis 180 Grad in dem Topf. Das ist hier auch vollkommen ausreichend. Wenn ihr jetzt das Ganze im Gasgrill machen wollt, dann regelt ihr euch den indirekt ein auf 170, 180 Grad. Dasselbe könnt ihr im Backofen machen. Und wenn ihr jetzt einen kleineren Dutch Oven nehmt, dann müsst ihr natürlich gucken, wie ihr euch das anpasst, damit das dann von der Temperatur her hinkommt. Aber da gibt es im Internet genug Listen. Da braucht ihr einfach nur googeln, Kohleverteilung, Dutch Oven und dann habt ihr schon. Ja, und jetzt legen wir los. Dann habe ich mir schon mal die Kohlen auf dem Tisch verteilt. Zusätzlich nehme ich hier immer noch so ein paar Steinchen, erhöhe mir den Topf, weil diese Kohlen recht dick sind und wenn ich dann den Topf da drauf quetschen würde, kann es passieren, dass die mir ersticken und ausgehen. Deswegen mache ich mir hier immer noch so eine leichte Erhöhung hin und dann sollte das auch funktionieren. Dann legen wir uns jetzt erstmal 9 Stück hier hin. Dann können wir den Topf drauf parken. Und hier seht ihr dann, was ich meine, wenn ich jetzt die Steine nicht hätte, würden die wirklich voll hier sturz drauf liegen. Und dann hätten wir, wie gesagt, das Pech, dass sie ausgehen können. Deswegen, wenn das bei euch auch so ein Problem ist, macht es einfach genauso. Und dann packen wir noch die restlichen 15 oben drauf. Und wie man dann sieht, haben die Kohlen Platz genommen und das Ganze lassen wir jetzt so gute 1,5 bis 2 Stunden in Ruhe. Mehr braucht das Ganze nicht. Einfach nur so, dass unser Fleisch gar wird, ist beim Filet ja kein Problem und halt, dass das Gemüse auch durchgegart ist. So, und jetzt warten wir erstmal ab. Mittlerweile ist dann ein bisschen mehr wie eine Stunde rum. Wir schauen mal rein. Dazu vorsichtig den Deckel öffnen. Dann hier rüber. Und wie ihr sehen könnt, das brodelt hier ganz leicht. Jetzt mache ich mal mit so einem Pieker hier den Kartoffeltest. Ja, das sieht gut aus. Jetzt schiebe ich einmal komplett durch. Ja, auch das Fleisch ist butterzart, das merke ich schon. Du hast kaum Widerstand. Ja, dennoch gebe ich dem Ganzen jetzt noch mal so gute 15 Minuten. Ja, und dann sollte das Ganze auch fertig sein und wir können probieren. Dann ist es vollbracht, unser Elsässer Schichtfilettopf ist fertig und hier das Wetter, es wird immer schlimmer, deswegen freue ich mich jetzt, wenn wir hier probieren können, aber wir schauen uns das Ganze erstmal an. Da haben wir dann hier unsere Kartoffeln, die sind richtig schön weich geworden, Zwiebeln, den Lauch können wir auch noch erkennen und das Fleisch, das ist hier auch schon teilweise auseinandergefallen, das heißt hier, das ist, kann man pullen, butterzart, so sollte das auch sein. Jetzt werde ich mir aber hier das Ganze auf einen Löffel packen und dann wird probiert. Hier haben wir dann einmal alles auf dem Löffel. Vorher natürlich wieder pusten. Dann guten Appetit. Dann habe ich fertig probiert, musste die Schale auch mittlerweile nach hinten reichen, weil meine Frau die wollte auch probieren. Und ich muss sagen, geschmacklich ist das ein richtiger Kracher. Es ist alles drin. Wir haben hier eine richtig schöne Schärfe. Das erreichen wir natürlich nur mit dem Pfeffer und so ein bisschen von unserem mittelscharfen Senf. Die Senfnote, die ist auch sehr präsent. Das heißt, wer das nicht so mag, der muss da halt ein bisschen weniger nehmen. Dann der Weißwein, der bringt dem Ganzen so eine richtig schöne Süße. Ja, und dann haben wir Lauchgeschmack, Zwiebeln, Kartoffeln, das Fleisch. Richtig butterzart. Das Einzige, was mich persönlich jetzt stört, ist, ich werde euch jetzt das jetzt so sagen, lasst den Fond erstmal weg, arbeitet damit so ein bisschen Brühpulver, ob selbstgemacht oder halt aus dem Laden, denn die Kartoffeln und Zwiebeln und der Lauch, die geben doch ganz gut Flüssigkeit ab. Das Ganze ist dann zu flüssig, finde ich jetzt. Also die Soße, die ist geschmacklich wirklich richtig gut, aber ich finde, das Ganze ist dann doch ein bisschen zu flüssig. Deswegen würde ich euch dann raten, lasst den Fond weg. Arbeitet halt nur mit der Creme Fraiche, dem Senf und halt dem Wein. Gießt das an und der Rest bildet sich dann von alleine. Klar könnte man das Ganze jetzt auch noch andicken, ist aber eher schwierig durch die Kartoffeln und alles.
Funktioniert sicherlich, wenn man das Ganze richtig schön verrührt, aber dann ist das ja mit den Schichten auch wieder hinfällig. Denn so geht da einmal mit dem Löffel rein, habt alle Schichten, packt euch die auf den Teller und seid fertig. Also geschmacklich eine richtig runde Sache, kann ich euch nur empfehlen. Gerade hier bei so einem ekligen Pisswetter ist das richtig schönes Herzensessen. Soul Food vom Feinsten, also von daher nachmachen und unten reinschreiben, wie hat es euch geschmeckt. Und bevor ich es vergesse, Speck kann natürlich auch noch mehr rein. Nicht nur oben die Schicht drauf, sondern ich würde jetzt das nächste Mal noch ein bisschen was dazwischen packen. Ich denke mal, das kickt dem Ganzen dann auch noch mal so, also gibt dem noch mal was. Also von daher denke ich mal, ist das jetzt so tipptopp. So, jetzt werden wir aber erstmal essen gehen. Und was ich gerade eben vergessen habe zu sagen, was ich finde, was auch noch wichtig für euch ist, das Ganze hat jetzt hier 2 Stunden so mit den Kohlen gestanden. Und wir haben sogar noch, was den Lauch und die Zwiebel angeht, so einen leichten Biss. Das heißt, es ist jetzt nicht alles komplett tot gekocht. Auch die Kartoffeln sind jetzt nicht komplett so, dass sie zerfallen, aber waren schon weicher. Aber auch die Konsistenz, wie gesagt, wer das nicht mag, der muss das Ganze natürlich dann noch ein bisschen länger drauf lassen. Ich denke mal, nochmal so eine halbe Stunde geben, dann ist auch das vorbei. Aber hier so nach den 2 Stunden hat man auch noch so ein angenehmes Mundgefühl. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft und sind am Ende vom Video angekommen. Ist, wie ich ja eben schon gesagt habe, eine einfache Nummer, richtig lecker und passt hervorragend zu diesem ekligen Herbstwetter, was uns jetzt bevorsteht. Also macht das ruhig nach und ihr werdet, denke ich mal, auch begeistert sein. Verbesserungsvorschläge habt ihr bekommen, also von daher, denke ich mal, wird das bei euch noch geiler, als wie es hier jetzt ist. Dann hoffe ich, die Nummer hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, könnt ihr das gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf, das könnt ihr anklicken. Dann auch die Glocke aktivieren, somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut. Ciao. So, und jetzt schnell rein vor den Ofen.